Hallo Leute, willkommen zum neuen Vlog. Wir waren gerade einkaufen. Es ist glaube ich jetzt 22 Uhr. Und ich sage euch ehrlich, wir hatten gar nichts mehr. Wir mussten richtig viel einkaufen. Das hat jetzt auch 111 Euro gekostet, Leute. Also wir hatten gar nichts mehr. Der Kühlschrank ist jetzt auch ausgeleert, weil ich den einmal sauber machen möchte. Ich mag das einfach, weil ich sage euch ehrlich, da war fast gar nichts mehr drin. Ich musste kaum was rausholen. Deswegen mache ich den jetzt einmal sauber, damit alles frisch da drin ist. Ich mag das richtig. Ja. Deswegen mache ich das jetzt einmal. Also so sieht der Kühlschrank jetzt aus. Das habe ich schon mal fertig. Ich wasche jetzt diese Dinge einmal ab. So, das ist doch schon mal ein viel, viel besseres Gefühl. Und jetzt sortieren wir mal alles zusammen ein. Die hat Halle sich jetzt mal zum Ausprobieren für die Arbeit geholt. Kommt auch hier rein. Wisst ihr, wie gerne ich davon jetzt einen trinken würde? So gerne einen kalten Red Bull. Boah. Die hier sind für mich. Ich weiß, dass sowas eigentlich nicht in den Kühlschrank muss. Ich mache es aber trotzdem. Ich habe noch zwei gefunden. Die sind übrigens von Halils Arbeit. Er kriegt die da immer. Morgen geht es für mich zu Rossmann. Damit ich nichts vergesse, habe ich mir so eine Einkaufsliste geschrieben. Das ist bereits der nächste Tag. Ich sehe sehr erschöpft aus, weil ich gerade einkaufen war und das war wirklich so schwer. Ich habe es echt unterschätzt. Ich war bei Rossmann. Ich sage euch auch mal gleich, was ich so gekauft habe. Und die Einkaufsliste, die ich gestern geschrieben habe, was denkt ihr? Denkt ihr, ich habe die mitgenommen? Nein. Aber ich hoffe, dass ich alles von der Liste gekauft habe. Ich kann mir eigentlich sehr gut Sachen merken. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, also ich hatte die Liste im Kopf. Dann, Leute, ich komme nach Hause. Und wisst ihr, was vor der Tür war einfach? Guck mal jetzt, damit habe ich null gerechnet. Halil ist anscheinend in seiner Pause nach Hause gekommen und hat mir das einfach vor die Tür gelegt. Einmal Rosen, eine Capri-Sonne und ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich glaube, irgendwas Süßes. Das ist so süß. Leute, solche, sag ich mal, Kleinigkeiten, auch wenn es für mich ist, das keine Kleinigkeit, aber so welche Gesten machen einfach so viel aus. Ich finde, das hat mir so den Tag versüßt. Ich bin gerade richtig happy, weil ich hatte ein bisschen, vielleicht schlechte Laune, aber ich war ein bisschen so genervt. Das war alles so schwer und so warm. Ich habe noch nichts gegessen. Ich muss noch Haushalt machen. Es ist schon 13 Uhr. Und das hat mir so meinen Tag versüßt. Ich werde direkt mal gucken, was da drin ist und das Essen. Die Vase passt jetzt nicht leider wirklich. Die ist zu groß, aber egal. Ich finde das trotzdem mega süß. Mal schauen, ich habe ihm eigentlich schon geschrieben, deswegen, aber ich rufe ihn mal an. Nee, versuchen wir es. Bisschen später. Yes, so wie ich mir schon gedacht habe, ein Apfelstrudelkuchen. Ich liebe den über alles. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Es ist nicht mehr so nah. Seht ihr den Unterschied? Ich habe doch gesagt, die Kamera ist irgendwie so nah aus dem Nichts. Ich hatte einfach eine falsche Einstellung an. Viel besser. So. Du.
vom Bäcker. Dieser Kuchen ist so lecker. Den gönne ich mir jetzt erstmal. Also ich muss sagen, Leute, der Kuchen war jetzt doch etwas zu viel. Ich habe ihn trotzdem aufgegessen. Aber bei mir passen auf jeden Fall noch Trauben rein. Ich muss eigentlich den Haushalt machen. Leute, das ist wirklich... Ich muss viel machen heute. Aber ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Ich bin noch wieder sehr warm. Ich versuche gerade zu lernen, dass ich auch erstmal chillen kann und dann den Haushalt machen kann. Das ist ein sehr, sehr großer Knackpunkt bei mir. Das ist ein sehr großes Problem bei mir, was mich selber richtig stört und nervt. Und oh, also die Küche ist eine Katastrophe, also Spülmaschine und Geschirr steht da. Spülmaschine ist voll. Ich muss saugen, die Wäsche muss ich abhängen und neue Wäsche machen. Bisschen den Tisch abwischen und so. Also ich habe ein paar Sachen zu tun. Aber ich muss, seid ja auch so, ich muss echt mal lernen, einfach zu chillen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie auf die Kamera bekomme, aber... Oh Gott. Ich habe einfach den Namen verraten. Ich habe einfach den Namen... Leute, mir rutscht das momentan richtig raus. Das musste ich jetzt rausschneiden. Oder rauspiepen. Also, sagen wir mal, BBA ist nach dem Essen immer sehr, sehr aktiv. Vor allem im unteren Bereich. Und wenn er dann wach ist, dann tritt er mich nicht so, sondern so. Mal da, so. Ich bin ja in der 26. Ich bin in der 27. Woche heute. Leute, Wochenwechsel, Freitag. Heute ist doch Freitag. Yes, Wochenwechsel. Ich bin in der 27. Woche und das sind meine... Brauche ich einmal bei Armin und einmal jetzt. Ich finde, der Unterschied ist gar nicht mehr so krass. Nee, das sind meine. Die genießen das immer richtig, wenn keiner zu Hause ist. Wenn Halil weg ist, wenn Armin weg ist... Ihr mögt das, ne? Einfach ein bisschen Ruhe. Die schlafen dann auch die ganze Zeit. Das sind meine Trauben, meine Trauben, meine Trauben. Ja, weg. Leute, ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, jetzt ist es 16 Uhr. Das Ding ist, ich habe heute nur 5 Stunden geschlafen nachts. Deswegen war ich sehr müde. Aber egal, ich habe bis jetzt nichts geschafft im Haushalt. Aber ist doch nur so. Also, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich gekauft habe. Also ich habe noch Klopapier, Feuchttücher gekauft, das muss ich ja nicht zeigen. Einmal Backpapier. Hatte ich nicht mehr. Dann einmal diese Spülmaschinen-Tabs. Einmal dieses Waschmittel, weil man darauf 20% noch mal extra hat. Also ich habe dann darauf 30% bekommen. Spülmittel. Fast nur Putzsachen, ne? Glasreiniger. Dann das hier, darauf gab es auch noch mal extra 20%. Obwohl, nee, bei dem nicht, nee. Für den Boden, Ajax. Ich benutze immer diese Müllbeutel von der Rossmann Eigenmarke. Dieser Schwamm ist so gut, den gibt es bei Rossmann. Ich habe auch immer früher gedacht, hä, als ob der Schwamm, als ob das so viel ausmacht. Den kann man auch viel länger benutzen. Und den kann man dann auch, glaube ich, sogar in die Waschmaschine machen. Der ist richtig gut, Leute, glaubt mir. Dann einmal das hier. Armin mag das, er mag den Geruch. Das hier riecht richtig gut. Vor allem dann im Badezimmer mit dem Katzenklo. Das ist so... Steht ja schon, geruchsneutralisierendes Duftspray. Einmal Deo für Halil und für mich. Dann habe ich das hier spontan entdeckt. Body Spray. Ich fand, das riecht so gut. Das riecht heftig. Das riecht richtig nach Sommer. Wattestäbchen. Fußbutter, weil meine Füße sind momentan sehr trocken. Keine Ahnung wieso. Und einmal dieses Bart-Shampoo für Halil. Und dann war ich noch in der Apotheke. Habe Armins Nasenspray abgeholt, weil wir waren heute Morgen auch noch bei Armins HNO-Arzt. Und haben da das Rezept abgeholt. Er hat ja eine Milbenallergie. Und das ist dafür. Ich räume jetzt die Sachen ein. Warum? Ich glaube, man sieht richtig, wie müde ich bin, oder? Ich räume die Sachen ein, mache den Haushalt jetzt, soweit ich es schaffe. Und hole dann Armin ab. Leute, wir sehen uns morgen, okay? Bis dann. Ich habe mir dann zum ersten Mal so eine Bowl gemacht mit Früchten. Und diesem Skier. Ich habe das noch nie probiert. Keine Ahnung, wie es schmeckt. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich habe da auch noch Haferflocken reingemacht. Halt Bananen, Trauben, Nüsse und sowas. Seht ihr gleich alles. Also Leute, ich habe zum ersten Mal diesen Joghurt, nee, das ist Skier, Skier oder so, keine Ahnung. Skier! Habe ich aufgegessen, kann man essen, aber ich sage euch ehrlich, schmeckt halt nicht so süß, sondern eher sauer. Aber mit Früchten und Nüssen und Haferflocken vor allem geht das voll fit. Ich habe es aufgegessen, hätte ich nicht gedacht. Hey, 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 what?
Ich habe das gestern ausprobiert für meine Füße und ich habe ja momentan richtig trockene Fußsohlen und das ist richtig gut, das hält bis jetzt. Also so diese Fußbutter, die kann ich echt nur empfehlen, falls ihr das gleiche Problem habt. Ich sehe mal ganz toll aus gerade. Ich mache mich jetzt ganz schnell ein bisschen fertig. Wir fahren dann zu Halits Opa, besuchen ihn und mal gucken, was wir danach machen. Wir haben nichts geplant, das Wetter ist jetzt nicht so gut, sage ich mal. Also es ist schön kühl. Bisschen regnerisch, muss auch mal sein, ne? Also ich kann das jetzt sowieso gerade nicht ab. Und Halin meinte, er macht jetzt eben schnell den Haushalt. Ich habe Wäsche zusammengelegt, Bett gemacht und er macht Küche und Saugen. Also Wimpernaugen habe ich gemacht. Jetzt schaut mal, ich benutze wirklich nur so ein bisschen Concealer und das macht alles direkt frischer. Ich finde das so krass, man braucht nicht mal viel. Allein das reicht schon. Also ich finde, das ist jetzt nicht krass viel oder so. Noch ein bisschen frischer auszusehen. Das, bisschen Blush und Bronzer und fertig. Ich muss immer noch setten, ne? Weil sonst rutscht das in meine Fältchen. Guck mal, allein dieses Auge schon, das sieht einfach frischer aus. Deswegen, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe gar nicht auf die Uhr geachtet. Wir müssen gleich schon los. Ich dachte, ich habe voll viel Zeit noch. Und für mich fühlt sich das einfach, auch wenn das jetzt nicht krass... Oh, da war was. Auch wenn sich das jetzt nicht krass, also wenn das jetzt nicht das krasse Make-up ist, aber ich finde so, das fühlt sich einfach frischer an, als wenn ich mich jetzt hier mit Make-up und allem voll klatsche. Ich mag das Gefühl von Schminke ja momentan gar nicht. Und mein Problem, ich kriege immer Tränen. Meine Augen sind sehr empfindlich. Sobald ich irgendwie hier tupfe oder so, dann geht's los. Bisschen Bronzer von Nabla. Nabla, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Nabla. Nabla. Pff, kein Plan. Aber irgendwie sieht man Bronzer bei mir nicht. Habt ihr da einen Tipp? Also, egal wie viel ich auftrage, obwohl ich so ein heller Hauttyp bin, was mache ich falsch? Auch wenn ich ihn davor anfeuchte, den Pinsel oder so. Irgendwie, man sieht, glaube ich, gar nichts. Also, ich benutze sehr viel Produkt, egal was für ein Bronzer, irgendwie, das sieht man nicht so krass bei mir. Ach, keine Ahnung. In der Kamera sieht man sowieso nicht. Egal. Ist ein bisschen Blush. Keine Zeit jetzt. Einfach von Shine It Up so ein Blush. Ich habe früher nie Blush benutzt und jetzt benutze ich mega viel. Sogar auf der Nase. Ich habe dafür jetzt ungefähr 15 Minuten gebraucht für das alles. Mit Wimpern und so. Obwohl, ja, würde ich schneller machen, würde ich sogar bestimmt nur 5 bis 10 Minuten. Okay, nicht 5 Minuten, aber so 10 Minuten brauchen. Aber ich habe ein bisschen getrödelt. Bisschen fixieren. Das ist einfach irgendein Lipliner schnell, so ein bisschen. Und dann einmal diesen Lipgloss, der brennt. Ich habe den gestern zum ersten Mal benutzt. Aber keine Ahnung. Wobei, der ist ein bisschen rosa-stichig. Mag ich das? Nee. Das war's. Schmuck lasse ich so an. Haare. Glätte ich mir ein bisschen zurecht, weil ich habe noch geschlafen. Ich föhne die aber ein bisschen so mit meiner Rundbürste. So. Ich habe mich jetzt entschieden, meine Haare doch ein bisschen zu glätten. Und? Bist du bereit für den Tag? Heute ja. Samstag. Wir wissen zwar nicht, was wir machen, nachdem wir deinen Opa besucht haben, aber. Aber wir sind spontan, ne? Mhm. Also wir nehmen jetzt ein paar Stifte mit, ein paar Sticker und Malbücher. Wir treffen uns ja mit Halis Opa beim Bäcker und da wird ihm dann irgendwann langweilig zwingen. Armin, wie riecht das? Riech mal meinen Hals. Lecker, ne? Armin ist ja mega fasziniert von meinen Uhren, ne? Die schwarze Uhr, die du letztens anhattest, die ist im Auto. Dann sind wir auch schon losgefahren. Wir brauchen ungefähr 50 Minuten zu dem Ort, wo sein Opa halt wohnt. Es hat mega geregnet. Wir treffen uns mit ihm, wie gesagt, halt beim Bäcker. Er mag es da ganz gerne. Und wir haben da alle ein kleines Brötchen gegessen. Oder ein Brötchen gegessen. Armin hat gemalt mit mir. Also, es regnet. Wir sind jetzt bei Müller. Armin darf sich jetzt eine Kleinigkeit aussuchen. Ich habe ihm vorgeschlagen, eine Toni-Box-Figur sich auszusuchen. Guck mal, hier sind zum Beispiel Toni-Neuheiten. Hier, es gibt so viele, Armin. Ja. Komm, wir gucken uns mal. Willst du eine... Nein, willst du Musik? Aber ich hab den. Ja, willst du Musik oder willst du eine Geschichte? Oder lieber Musik zum Tanzen? Musik.
Musik. Da müssen wir gucken, wo Musik ist. Dann ist es Spider-Man. Guck mal, Super Wings. König der Löwen. Playmobil. Wie cool ist das denn? Habt ihr das schon gesehen? Guck mal. Das ist so eine Tragetasche. Aber guck dir mal hier die Figur an. Guck mal, da ist auch Rumble. Zum Beispiel hast du auch an ihm. Queen. Er hat auch die Kaninchen aber verloren. Ja. Also er findet die jetzt bis jetzt am coolsten, ne? Ja. Feuerwehr. Und er hat gesagt, das ist Halli. Früher haben wir ihn ja mal Oger genannt. Ist schon ein kleiner Oger. Willst du das hier haben? Ja. Dann das kannst du mit deinem Geld kaufen. Ich glaube, also, er hat sich jetzt doch dafür entschieden. Wir haben jetzt ein paar rausgesucht, die Musik spielen, weil er wollte unbedingt Musik. Wie lange hat das jetzt gedauert, eine Figur auszusuchen? Da gab es ganz wenige, die nur halt Musik spielen. Aber er hat sich jetzt für dich entschieden. Immer wenn wir hier sind, sagt Halli, dass er das möchte. Ich glaube, ich muss dir das wirklich mal holen. Echt süß. Auto, Helikopter. Eigentlich nicht Armin schaut, sondern du schaust hier immer. Irgendwie war hier Spider-Man. Boot. Weißt du, welche ich süß finde? Wo ist die? Ich weiß welche. Wen? Nein, Minimaus, aber die gibt's hier gerade nicht. Da, die finde ich süß. Also wir waren ja mit dem Opa natürlich, da habe ich jetzt nicht so gefilmt, ne? Wir haben alle ein Brötchen sozusagen gegessen, aber es sind jetzt schon fast 3 Stunden vergangen, ne? Ja. Und wir haben wieder Hunger. Also wir gehen wahrscheinlich dann zu McDonald's, oder? Ja. Also ich habe richtig Hunger irgendwie bekommen. Armin hat keinen Hunger. Deswegen, er ist jetzt da, das ist so eine Spielecke. Er möchte nichts essen. Ich habe mir so ein McSmart-Menü geholt mit Chicken Burger. Und du? Ich habe mir so einen Kuchen geholt mit einem Big Mac und Dings. Kleinen Burger. Chicken Burger. Chicken Burger, Dings. Was steht hier drauf? I am beautiful. Leute, könnt ihr mir erklären, wieso es keine Strohhalme mehr gibt oder sonst was? Also, ist ja richtiger Quatsch, oder nicht? Das ist total blöd. Wenn die Eiswürfel knallen die ganze Zeit gegen meine Zähne. Yeah. Also, wir haben jetzt spontan einen Plan. Halli hat vorhin seinen Kumpel getroffen, spontan, und dann haben die uns sozusagen eingeladen. Also er hat halt auch eine Frau mit Kind und so. Der ist jetzt 1, ne? Der Kleine? Ja. 1, ja. Und wir hatten für den Kleinen schon mal ein Geschenk gekauft. Das ist aber natürlich jetzt zu Hause und nicht im Auto. Aber das dauert jetzt nach Hause zu fahren, deswegen holen wir jetzt einfach was anderes. Aber ist auch besser so, weil Geschenkpapier ist ein bisschen gerissen. Das Geschenkpapier war kaputt, ne? Vom ja. Geschenk, ja. Man nimmt das und dann tut man es irgendwo anders hin und dann hat sich halt so Kleinigkeiten. Aber auf jeden Fall. Wir holen jetzt auf jeden Fall ein neues Geschenk für den Kleinen. Eine Brücke! Weil das lohnt sich gar nicht, nach Hause zu fahren. Ja. Mal gucken, ob wir das gleich holen oder was anderes. Wir hatten so eine Tutut-Flitzer-Rennbahn. Kennt ihr das? An alle Eltern. Du hast mir nicht geglaubt, dass die wirklich Tutut-Flitzer heißen, ne? Mhm. So wie Etipuff. Etipuff. Also, wir sind wieder bei Müller und wir entscheiden uns. Also, Halli will das holen. Das ist cool. Armin hatte sowas auch. Das 1 bis 5 Jahre passt auch. Für uns beide Autos, Mama. Dann kannst du mitspielen. Ja. Ich bin gerade bei den Wimpern und Leute, ich brauche echt neue Wimpern. Ich habe mich jetzt einmal für die entschieden. Die habe ich früher mal benutzt. Die sind eigentlich ganz gut. Die nehme ich jetzt mit. Jetzt ist hier so eine Einpackstation und wir packen das Geschenk jetzt hier ein. Bei Müller ging das leider nicht. Welches Papier sollen wir nehmen, Armin? Das hier? Ja, ne? Also, wenn das verpackt ist, gerade ein, weil ich das nicht kann und ich einfach nicht dafür gebaut wurde, macht sie das jetzt. Und sie kann das halt auch viel schöner mit diesen Knicken und was weiß ich. Armin, ja. So? Oh, hier ist wieder kritisch. Hier bei dem Famila, im Wäschmüll ist das halt so, du hast deine eigene Einfahrstation, ne? Voll cool. Mit meinem Dickbauch hier. Also wir haben jetzt noch meine Femivion-Tabletten geholt, die waren nämlich leer. Ich habe gestern die letzten genommen, heute muss ich nochmal nehmen. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe von dem Famila die 2 gesehen. Bei Müller haben wir die gesehen, ne? Genau. Wir wollen jetzt einmal den hier austesten, ne? Ja. Gucken wir mal, was der für Musik macht. Leute, in der Schwangerschaft liebe ich solche Sets, also Radlerhosen. Mit so langen T-Shirts, sowas findet man bei Shein. Das habe ich mal vor langer, langer Zeit bei Shein bestellt.
Auf jeden Fall war es richtig cool. Ich habe da natürlich nicht gefilmt. Armin hat sich richtig gut mit dem Kleinen verstanden. Er war, also der Kleine ist fast anderthalb. Und Armin war richtig verständnisvoll mit ihm und hat ihm, also der Kleine hat ihm halt das Spielzeug weggenommen, wie es kleine Kinder halt machen, voll normal. Und Armin hat überhaupt nichts gesagt. Er war richtig vorsichtig mit ihm und hat ihn auch, hatte voll Verständnis, also voll süß so. Also da merke ich auch auf jeden Fall, dass Armin safe ein richtig guter großer Bruder wird. Und ich fand das echt süß. Ich habe erzählt, wie süß Armin war. Ja, Armin war sehr süß. Ja, da habe ich noch mehr in dieser großen Bruderrolle so gesehen. Wir machen jetzt hier so einen kleinen Filmeabend. Es ist bereits, oh, wie spät ist es? Es ist jetzt gleich 23 Uhr. Armin schläft natürlich schon. Ich habe jetzt einmal so einen kleinen Snack gemacht. Diese Vollkornbrote da, Knäckebrote mit Frischkäse, Salz, Gurke, Tomate und Salatblatt halt. Und hier für uns noch so ein Obstteller. Halil isst noch Auflauf, den ich gestern gemacht habe. Und ich hatte irgendwie Bock auf Ballisto. Und das gönnen wir uns jetzt. Und gucken dabei einen Film. Ich weiß zwar nicht welchen, aber wir finden bestimmt schon einen. Fehlalarm, Halil hat sich die Burger warm gemacht, von denen ich euch erzählt habe letztes Mal beim Kühlschrank-Ding. Achso, ich lasse sie den Auflauf. Ich will nicht, du kannst sie ruhig essen. Jetzt sagt mir die Dame, sie will den nicht, aber sie ist immer so. Sie gibt immer mir selber statt. Sie denkt immer zuerst an mich. Ja. Sollst du dir abgewöhnen? Schatz? Ja. Du bist eigentlich kein Mensch, der im Bett ist. Das ist gerade für mich voll das Highlight. Du isst eigentlich nie im Bett, ne? Ja, ich hasse im Bett zu essen. Ja, vor allem, ich habe es gestern frisch bezogen. Ja, ich hasse Krümel. Vorsichtig sein, ja? Jetzt machst du mich nervös. Und jetzt macht sie mich auch nervös. Warum kommst du denn jetzt so nah dran? Hast du das extra so in die Ecken gelegt? So schön? Ja. Oh, wie süß. Also ich wollte bei dir mitmatchen, aber irgendwie hat das jetzt nicht so funktioniert. Wir gucken jetzt einen Film, 50 Erste Dates mit Adam Sandler. Wer kennt den von euch? Ich habe den bestimmt schon 50 Mal geguckt. Halli sagt, er kennt den nicht. Wie kann man den Film nicht kennen? Den muss man kennen. Auf jeden Fall gucken wir den jetzt. Ich liebe es, Filme anzuschauen, die ich schon kenne. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne etwas, lasst ein Like da und macht bitte nicht die Glocke an. Ciao.